Freunde, hier ist Robert Götz Matuszewski, der heiße Draht in den Bundestag. Ja, es gibt viele Neuigkeiten, die habe ich heute bei Virtube. Das ist ein anderer Kanal wie, als YouTube, aber der ist trotzdem auch ansehenswert. Ja, da bin ich Mensch, da kann ich sein. Ich habe viele Informationen auf Virtube zusammengetragen. Der Link hängt hier drunter. Hier auf YouTube mache ich nur eine Kurzvariante, aber lang genug, um zu senden. Wichtig ist, unser Führer ist in Nigeria gewesen. Olaf Scholz hat darum gebeten, dass wir die Flüchtlinge wieder loswerden, die hier ausreisepflichtig sind. Immerhin über 14.000 aus Nigeria. Der Präsident hat gesagt, gerne, können alle kommen, jederzeit, können gleich morgen losfliegen. Achso, und übrigens dran denken, sie müssten mit einem Pass nachweisen, dass sie aus Nigeria kommen. Misslich nur, dass von den 14.000, die raus müssen, 12.500 ihren Pass verloren haben. Aber nicht ihr Smartphone. Gut, jetzt will ja der Scholz auch noch ein bisschen Gas haben aus Nigeria, zumal aber gerade unlängst die Annalena Baerbock mit Nigeria verhandelt hat, dass Nigeria CO2-neutral wird. Und jetzt sagen böse Zungen, Moment mal, CO2-neutral und Gas liefern, das ist doch Widerspruch. Nein, ist es nicht. Wenn wir Gas brauchen, dann holen wir es uns und dann interessiert uns CO2 überhaupt nicht. Genauso wenig bei den vielen Leerflügen, denn nur ein Sechstel der Flugbereitschaft, ja, wird mit Politikern geflogen, der Rest fliegt leer. Mit anderen Worten, eigentlich fliegen die Dinger nur leer durch die Gegend, ist aber nicht so schlimm, ist für die gute Sache und dann ist das gute CO2. Hauptsache, wir fliegen nicht mehr und fahren auch nicht mehr Auto. Ja, dann gibt es einige andere gute Nachrichten. Ja, wie gesagt, hier habe ich eine Kritik bekommen, und zwar gestern hatte ich Mozart zitiert, hier aus dem Buch Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, ein Mozart-Zitat. Und er hat gesagt, ich bin ein stolzer Deutscher. Dann wurde ich kritisiert, ja, der kam aus Salzburg, stimmt tatsächlich. Er wurde geboren 1756, exakt am 27. Januar. In Salzburg, Land Salzburg, auch Salzburger Land, ist heute ein Bundesland Österreich, soweit so gut. Salzburg war zuerst gut 600 Jahre Teil Bayerns. Bayern ist Deutschland. Dann etwa 500 Jahre selbstständiges Fürstentum im Staatsverbund des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. 1805 bis 1810 und endgültig nach dem Wiener Kongress 1816 kam das Land Salzburg außer Ruppertigau zu Österreich. So, mit anderen Worten, als er geboren wurde, 1756, war er Deutscher. Haben wir das jetzt geklärt? So, dann haben wir noch eine andere schöne Nachricht. Ich will ja nicht, wie gesagt, wir machen nur einen Nachrichtenflash, nicht Oliver Flash, Nachrichtenflash. Montag, 6.11.2023, Schlossplatz 18.30 in Dresden. Hier gemeinsamer Dresdner Abendspaziergang. Da kommt dann auch der böse, böse Björn Höcke. Ja, gehen wir alle hin? Auf keinen Fall. Edmund Hagmann, ich sag mal vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Edmund. Danke von Herzen. Und weil ich gerade in Dankeslaune bin, möchte ich auch meinen Dank kundtun an. Ich muss mal schnell blättern hier. Oh, Freunde, habe ich hier viele Nachrichten. Alles Nachrichten auf YouTube. Hier, Oliver Hartig, vielen herzlichen Dank. Sarah Bergmann, danke. Und Peter Holstein, ich sage danke. Und Jörg Arndt, dir sei gedankt. So, und dann haben wir noch was Schönes hier. Der Anteil der PolizistInnen mit Einwanderungsgeschichte, ja, steigt. Vor allen Dingen in Berlin. 37% der neuen PolizistInnen, also Personen in Uniform, ja, haben Migrationshintergrund. Das gefällt uns gut. Und in Bayern hat ein CSU-Bürgermeister, nämlich der von Gaschenbach, gesagt, er schmeißt jetzt erstmal die Flüchtlinge da raus, reißt zwei Flüchtlingsheime ab, weil die Gewalt angeblich zu groß geworden ist und seine Bevölkerung es nicht mehr mitmacht. Ich würde mal sagen, schwören Sie ab und treten Sie aus der CSU ein. Gehen Sie doch in die AfD. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die grüne Bundestagsabgeordnete Ingrid Nestle beschwert sich, dass Frankreich nicht genügend Atomstrom liefern würde. Böse Zungen sagen, Frau Nestle, hätten wir doch unsere Atomkraftwerke hier einfach weiter laufen lassen können, die modernsten der Welt. Ja, hätten wir keine Probleme mit dem Import, ja, und die keine mit dem Export. Aber Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Neues Gesetz auf dem Vormarsch. Ein Blitzverfahren soll Soldaten nun schneller unehrenhaft entlassen können. Kritische Soldaten werden in naher Zukunft in dieser Demokratie nun schneller als Verfassungsfeinde oder Rassisten eingestuft. Ihre verdienten Rentenansprüche gehen verloren. Sehr gut. Zelensky hat ein kleines Problem. Ich spreche feucht. Tausende von Beamten haben das Land verlassen. Teils hochrangige Beamte, böse Zungen sagen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Alles Murks, Freunde, ist doch gar nicht wahr. Zelensky ist noch da. So, Frau von der Leyen hat ein kleines Problem. Hier behauptet ein Journalist, und zwar, wie heißt der Herr, ein Journalist? Ich sag's euch jetzt, wartet doch mal, nicht zu hetzen. Und zwar rumänischer Journalist. Adrian Onciu behauptet, dass der Mann von Ursula von der Leyen angeblich 760 Millionen Dollar Provision für Pfizer Spritzstoffe bekommen hat. Völliger Murks. Sie hat doch nur für 135 Milliarden Euro Spritzstoffe bestellt. Ja, wo sollen denn da 760 Millionen Euro Provision herkommen? Alles. Das brasilianische Gesundheitsministerium hat die Einführung der Covid-19-Spritzung ab 1. Januar erzwungen. Und zwar für alle Kinder vom 6. Monat bis 5 Jahren ist das jetzt Pflicht. Ab Januar. Sehr gut.
Und Boris Reitschuster hat hier veröffentlicht, für die stramme Linie Sprechzettel für Grüne in Sachen Migration. Sehr gut, da müssen Sie noch weniger denken. Sie lesen einfach ab, wenn Sie mal zu Migration befragt werden. Und dann hier der Brigadegeneral Yahya Sari-Anu, Sprecher der jemidischen Streitkräfte, gibt bekannt, unsere Streitkräfte haben eine starke Salve ballistischer Raketen und Marschflugkörper sowie eine große Anzahl von Drohnen gegen verschiedene Ziele in Israel eingesetzt. Wir werden die Raketen- und Drohnenangriffe so lange verstärken, bis die israelische Aggression aufhört, Freunde. Frieden schaffen nur mit Waffen. Krieg beenden, Panzer senden. Und bei Hillary Clinton hat sich einer aufgeregt und ganz laut in einer Rede gefragt, also nicht seiner Rede, sondern Hillary Clintons Rede, sagen Sie mal, warum ist denn Ihr Mann 26 Mal auf der Epstein-Insel gewesen? Das war dieser pädophile Verbrecher. Daraufhin wurde er rausgetragen und von den Anwesenden Liberalen, ja, ausgelacht und ausgebuht. Dr. Gunter Frank über Corona, es liegen Beweise für ein Staatsverbrechen vor. Freunde, da decken wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Und letzte Nachricht. In der ARD-Talkshow Hart aber fair wird über die Nahostkonflikte gesprochen. Dabei wagt Grünen-Politikerin Lamia Kador einen Erklärungsversuch für die Hassdemos vieler Palästinenser, Araber und Muslime in Deutschland. Grund für diese Entgrenzung sei Rassismus und mangelnde Integration durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Na bitte, ist mal wieder der böse Deutsche schuld. Wer davon die Schnauze voll hat, einfach mal Made in Germany, Deutschland im rechten Licht lesen. Ja, aber wie gesagt, danach ist man rechtsstaatlich und hat wieder ein gerades Rückgrat und es geht einem wieder gut. Gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Ich sage mal, liebe Claudia Schmidt, danke von Herzen. Und lieber Sebastiano, auch dir danke für deinen tollen Kommentar. Und dann schreibt mir Ulrike. Sie hat da etwas wieder abgesagt. Was kann ich jetzt hier nicht sagen? Liebe Ulrike, Martina und ich bedanken uns bei dir und deinem lieben Mann für deine Loyalität. Wahnsinn. Wirklich. Toll. Ulrike, toll. Elke Spiegel schreibt, herzlichen Glückwunsch zu 35.000 Abonnenten. Deine Videos gehen auch immer zu meiner Schwester in die USA. Klasse, wow, danke schön. Habe ich geschrieben, weil ich bin dankbar dafür, denn in die USA, das ist ja international, da muss ich ja direkt bald Englisch spiegeln hier. So. Greetings to USA from me, to the sister of Elke Spiegel. Ja, kannst du auch beweisen hier, wir haben jetzt hier 35.000 Abonnenten und Abonnentinnen auf YouTube, Hauptkanal. Sehr schön, hat lange genug gedauert. Hatte ich das jetzt mit Salzburg schon gesagt? Habe ich gesagt? Ich weiß nicht, ich hatte nämlich das Video eben schon fertig geredet und kurz vor Ende hat meine Speicherkarte wieder gesagt, ich mache nicht mehr weiter, muss ich nochmal neu anfangen. Also vielleicht habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Wenn ich es nicht gesagt hatte, ich hatte eine Beschwerde, ich hatte ja den Mozart zitiert, dass der Mozart gesagt hat, er käme aus Deutschland, dann gab es Kritik, er käme ja aus Salzburg, von zwei Leuten. Dann habe ich hier geantwortet, Mozart wurde am 27. Januar 1756 geboren, das Land Salzburg, Salzburger Land, ist heute im Bundesland Österreich. Salzburg war zuerst gut 600 Jahre Teil Bayerns, also deutsch. Dann etwa 500 Jahre selbstständiges Fürstentum im Staatsverbund des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und erst 1860 kam das Land Salzburg außer Ruppertigau zu Österreich. Also, ne, hier, der Mozart wurde tatsächlich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation geboren. So, deswegen hat er auch von sich gesagt, er ist Deutscher. Deswegen habe ich das Zitat auch gebracht. Ja, nicht sauer sein, ist wie es ist, ja. Edmund Hagmann, ich sage danke von Herzen. Und irgendetwas muss heute Nacht schiefgelaufen sein, schreibt mir mein lieber Administrator auf Telegram, Donald Duck, er hat Kreuzschmerzen, ich habe Kreuzschmerzen, er hat Kreuzschmerzen, ich wünsche mal gute Besserung, lieber Donald nach Entenhausen und alle anderen, denen es gerade nicht gut geht, gute Besserung. Wir brauchen einander und da gilt es nicht, Rückenschmerzen zu haben. Ich weiß, ich bin schon seit fast 2 Wochen dabei, aber es wird langsam besser, auch dank eurer Genesungswünsche. So, ein lieber Gruß geht noch an Hans-Dieter Klatte, vielen, vielen Dank. Und Deutschland zahlt 640 Millionen Euro Entwicklungshilfe an Nigeria, ja. Und jetzt sagen böse Zungen, wie wär's denn mal, wenn wir die Zahlung einstellen, bis die ihre ausreisepflichtigen Flüchtlinge zurücknehmen? Ja, er will sie ja zurückhaben, der Präsident. Wir können ja bloß keine Papiere vorlegen. Also es ist doch letztendlich wieder mal Schuld des Deutschen, dass er nicht dafür Sorge trägt, dass die Flüchtlinge, die herkommen, auch einen Pass dabei haben. Ohne Pass können wir sie nicht abschieben. Und dann sind sie nun mal hier, oder? Es ist doch schön. Es kann so einfach sein, Freunde. So, jetzt habe ich es geschafft, ohne dass meine Speicherkarte wieder abbricht. Ich sage danke, danke, danke für über 35.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für eure vielen, vielen, inzwischen kann ich sagen, hunderttausenden Kommentare. Ich lese sie. Also nicht alle auf einmal, jetzt im Laufe der Jahre. Danke für euren Daumen hoch und meine lieben Unterstützer. Ihr macht meine Arbeit erst möglich. Es ist so. Danke. Klitzeklein oder groß. Es hilft, motiviert. Und PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke für die Mühe. Es macht dir auch Mühe.
Meine lieben Freunde, meine Truppe grüßt euch. Bruno, Kevin, Jerome, meine liebe Frau Martina, ganz lieb. Unser Goldhamster Ambrosius, unsere Bundestagsameisen sowieso. Und wir machen jetzt einfach weiter, oder? Was sagt ihr? Wir machen weiter, denn wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Wir halten zusammen und alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Ja. Oder? Ja. Schaut doch mal bei Telegram vorbei. Da habe ich heute Morgen wieder was ganz Interessantes gepostet. Immer wieder schön, eine linksstaatliche, zivilcourageliche junge Frau, naja Frau, die sich beschwert hat, dass sie nach dem Studium nur 30.000 Euro im Jahr verdient und nur 30 Tage Urlaub kriegt im Jahr. Und da hat sie fast geweint. Ja, ja, böse Zungen sagen, Mäuschen, man fängt immer unten an. Man geht nicht auf den Gipfel oben, sondern man fängt im Tal an. Und Tal ist unter Meeresspiegel ganz oft. Da muss man sich erstmal hochackern, ja. Und 30.000 Jahresgehalt, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Da kann man drauf aufbauen. Also direkt nach dem Studium 30.000, da träumen andere von, ja. Pah. Aber gut, okay, das sind böse Zungen, ja, das Mäuschen wird schon recht haben. Das Video seht ihr bei mir auf Telegram, Link zu Telegram hängt ja auch drunter. Link zu den Büchern hängt hier drunter, Link zu Getter, Link zu Odyssey, Link zu BitTube, Link zu VirTube, Link, ach was, hier hängen so viele Links unter dem Video, das Video hängt schon so ein bisschen. Aber es ist noch nicht krumm, das Video ist noch gerade, so wie ich, so wie wir alle, gerade. Außer mein Rücken, der ist nicht gerade. Ich hab euch lieb. Ich erzähl wieder einen Stuss, oder? Komm, wir knallen noch mal gegen Putin. Ja, das war ein Vorknall, jetzt kommt das Hauptknallen. Wladimir Putin, Vlad der Fehler.